Aber wir pumpen in ihn rein. Zack. Und tschüss. Und tschüss. Man sollte nicht in den Nahkampf gehen mit Leuten, die eine Jagd hinter haben. Auch wenn, der Mutant selber ein Sturmgewehr hat. Das Ding wollen wir haben. Die Kommunikationsschüssel des Mondlandegeräts Virgo 2 scheint sich leicht abmontieren zu lassen. Ja, die montieren wir jetzt ab. Zack, weg ist sie. Ja, und dann können wir hier wieder raus. Aber da wir ein bisschen erkunden wollen, werden wir wahrscheinlich... Ja... nicht so rausgehen, wie wir reingekommen sind. Wir werden mal ein bisschen... Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Ausgang. Ja, der hat uns noch nicht gesehen, komischerweise. Aber... Er ist jetzt eh tot. Ja, da fliegt er an die Wand. Ganz schön. Sind schon fast Level 7. Und jetzt laufen wir einfach runter. Juhu. Ich höre schon wieder Mutanten. Der ist anscheinend über uns. Was ist das? Ah, ein Toter. Ja, Shotgun raus. Und auf geht's. Ja, schade für dich, Kamerad. Ah, noch einer. Der ist auch wieder bei uns. Was höre ich da trapsen? Sollen wir noch weiter Verstecken spielen? Ja, das war schlecht von dir, weil jetzt bist du nämlich im Arsch. Ja, alle sagen immer, dass die Supermutanten, die sie so gefährlich sind. Und ich meine, wir haben keine Ausbildung oder sowas in Richtung Kampf. Und machen die hier ohne Probleme fertig. Das ist ziemlich arm. Ja. Was gibt's hier? Das ist das, wo wir vorhin hergekommen sind. Gehen wir erstmal nach oben gucken. Hopsen, hier die Treppe hoch. Was haben wir hier? Die Delta-Rakete. Nein, da wollen wir nicht mehr machen. Gut, der Besen macht Krach. Cola nehmen wir mit. Da ist wieder nur so ein komischer Schlauch drin. Ja, wir haben immer noch keinen Dietrich 50. Ja. Wenn sich das irgendwie anguckt, erinnert mich mal später daran, dass wir hier zurückgehen, wenn wir das haben. Wir brauchen, glaube ich, für die restlichen Türen hier Dietrich 75 war es oder so. Und Wissenschaft, glaube auch 50, um alles aufzukriegen. Das werden wir dann später mal machen. Und dann haben wir wahrscheinlich alles. Und können jetzt raus, also der Vertibird. Ich finde das Wort übrigens sehr scheiße, muss ich mal so sagen. Vertibird. Klingt wie so ein Superheld, wie der Pulver Toast Man. Ja, jetzt sind wir wieder draußen. Wir haben das Washington Monument von uns schon entdeckt. Ist zwar hier direkt neben uns, aber wir porten einfach mal hin. Das wird von Paladin beschützt. Gehört jetzt zum GNA. Und wir wollen da rein. Äußeres Tor öffnen. Ja, da gehen wir mal hier hoch. Erstmal in der Mülltonne wühlen. Da haben wir ein Radio. In Postapokalyptia geht momentan. Ja, man hört Fühldog, dem wir schon gesprochen haben. Wie es scheint, ist ja. Mall Outpost. Das stimmt nicht ganz. Und jetzt dürfen wir hier hochdruckern, was haben wir da? Okay, gar nichts, das kann man lesen. Kein Sherry? Oh, ein Mülltonne. Ne, ist er. Na gut, wenn Sherry Angst hat vor Fahrstühlen, dann machen wir es alleine. Und das dauert jetzt eine Stunde. Könnte man oben rausgucken, sehen wir, wann wir da sind. Jetzt müssen wir da sein. Also,
Ja, er lädt einfach, anstatt uns die Tür zu öffnen. Galaxy News Sendeturm. Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben da ein Bett mit einem Ventilator. Und Moni. Moni für mich. Ja, wer auch immer hier wohnt, er hat uns Munition dagelassen, also werden wir ihm dafür danken. Und werfen wir hier einen Blick raus. Coole Stadt. Sehr schön. Alles kaputt. Warum nicht? Da hinten ist das Kapitol. Na, dann hauen wir das Ding mal ran. Die dürfen jetzt gleich da oben irgendwie spawnen oder so. Wir haben den Galaxy News Radio Sendeturm gefunden. Ja, installieren wir mal die Schüssel und aktivieren dann mal den Turm. Da ist er einfach gespawnt. Und wir haben Karma bekommen. Und können jetzt überall im Spiel das Radio hören. Ja, und das Radio ist, wie schon tausendmal erwähnt, ziemlich gut. Können wir von hier runter porten? Ja, wir können von hier aus porten. Dann gehen wir mal direkt dahin zurück. Zum GNR. Okay. Das sah sehr toll aus. Und die stehen immer alle hier. Ich glaube, die bleiben bis zum Ende des Spiels hier. Vielleicht sogar noch danach. Wer weiß. Hab übrigens gerade voll Lust auf Operation Anchorage. Ich weiß nicht warum. Mal rüber ist cool. Ja. Ich laber mal mit Doggy. Wo ist er? Ja, der pennt schon wieder, der Sack. Ja, weiß wieder auf. Klasse Arbeit. Echt klasse Arbeit. Hey, so eine Überraschung! Der Held des Ödlands ist wieder da! Danke, Freelog. Ich bin froh, dass ich im guten Kampf helfen konnte. Ich habe getan, was du musst. Ja, es war der Nervenkitzel des Lebens, verdammt. Wir haben ihm beim guten Kampf geholfen. Hey, wir müssen uns bei Ihnen bedanken. Sie haben den Tyrannen einen schweren Schlag versetzt. Endlich wird die Stimme von GNR wieder im ganzen Ödland der Hauptstadt gehört. Und Eden und die Muties haben wieder was zum Knabbern. Ja, das war alles sehr gut betitelt. Ja. Scheint überhaupt nicht das, was er gesagt hat. Das war's dann wohl. War mir eine Freude, Fidok. Du hast, was du wolltest, und über Papa weiß ich Bescheid. Von daher, über meinen Vater weiß ich Bescheid. Das war eine Zeitverschwendung. Ja, wir nehmen das Mittlere. Wie ich höre, haben sie das mit ihrem Vater herausgefunden. Trotzdem aber haben sie ihr Versprechen gehalten. Dazu braucht es echt Mumm. Three Dog kann sie doch nicht einfach so mit leeren Händen gehen lassen. Hier, nehmen Sie das hier. Ich habe das Ding für jemanden Besonderen aufgehoben. Jemanden, der uns beim guten Kampf wirklich helfen kann. Darauf finden Sie den Lagerort eines alten Waffenverstecks. Nehmen Sie sich raus, was Sie brauchen können. Ach, die Scheiße, was? Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder Level 7. Was heißt wieder? Wir sind Level Up. Ja. Wir haben jetzt den Lagerort für so ein Waffenlager gegeben. Da gibt es dann die. Ja. Eine Waffe, die noch stärker ist als der Fatman. Nämlich eine einzigartige Version davon. Aber die werden wir uns vorerst nicht holen. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal. Oh, ne, wir fragen noch, wie es jetzt läuft. Unglaublich die Liebe, die mir die Leute im Ödland entgegenbringen. Seit die Stimme von GNR wieder zu hören ist, sagen mir die Typen im unteren Stock, dass wir mehr Hörer als je zuvor haben. Es ist genauso, wie ich es mir gewünscht hatte. Ja, ist logisch, dass er jetzt mehr Hörer hat, wenn man es jetzt überall hören kann. Na gut, dann gehen wir einfach. Wenn Sie einen Unterschlupf brauchen, kommen Sie doch zu uns. Auf uns können Sie zählen. Und Level Up. Ja, also wir haben zwei Sachen, die wir nicht mehr skillen müssen, zum Beispiel, zum einen reparieren und zum anderen kleine Waffen. Das heißt, wir haben jetzt mehr Punkte für anderes. Wir machen erstmal Dietrich 5, oder? Ne, wir sind jetzt 4, machen wir 5. Wissenschaft kommt auch 5. Medizin kommen erstmal 3. Energiewaffen kommen 4. Pfeilchen kommen 3. Und Sprache kommen 3. Ja, das hat den Grund, dass ich erstmal die ganzen wichtigen Sachen skill. Jedenfalls für mich wichtig. Große Waffen nicht wichtig, Sprengstoff nicht wichtig, Nahkampf, Schleichen und Waffenlos, alles nicht so wichtig. Das wird dann einfach nur, ja, mitgeskillt später, um einfach komplett alles zu haben. Und wir klicken mal weiter. Nichts Neues dazugekommen. Das ist schade. Jetzt schauen wir mal, was am besten ist. Das hier bringt uns nichts, das hier bringt uns. Schleichen und Dietrich. Ja, Dietrich hätte ich schon ganz gerne.
Aber das können wir später machen. Nahkampf und Sprengstoff 5 Punkte. Wissenschaft und Medizin 5 Punkte. Und die anderen bringen uns anscheinend nichts. Ne, dann nehmen wir mal Vater der Engine für 5 Punkte in Wissenschaft und Medizin. Weil die beide wichtig sind. Und damit ist fertig. Ja, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt nach Megaton und pennen erstmal eine Runde, um uns wieder zu heilen. Bevor wir uns aufmachen zu neuen Abenteuern. Yay, yay. Oh, jetzt hat mir aber leider fast die Beine gebrochen. Aber nur fast. Und es wird schon wieder dunkel. Ja, wir sehen, wir haben schon mittlerweile ein paar Orte erkundet. Hier oben ist noch alles offen, oder? Nee, da ist die Republik Dave. Da gehen wir später auch noch hin. Da gibt es nämlich die einzigartige Jagdflinte. Ja, es ist sehr weit weg. Zum Beispiel die haben. Dann hier oben haben wir auch noch gar nichts. Da unten haben wir nichts außer den Tenpenny Tower. Ja. Man sieht uns erwartet noch viel. Jetzt gehen wir erstmal nach Megaton. Cool, wir haben nicht mal Springville entdeckt anscheinend, obwohl wir da waren. Und jetzt wird es erstmal wieder ewig dauern, bis wir Level 8 erreichen. Ui. Wie schön, dass wir jetzt am Berg gehangen haben. Ich werde mal gucken, wo... wo die Wackelpuppen waren. Ich weiß nicht, wir haben jetzt zwei. Wir könnten uns die für reparieren und kleine Waffen holen. Da werden wir ja nichts mehr investieren. Aber ja, ich werde einfach mal gucken, ob irgendwas schon in der Nähe liegt, dass wir die holen können. Schön, Sie gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Ach komm, du kannst uns mal einen Witz erzählen. Guten Abend. Das ist das schon länger nicht mehr. Was darf es? Erzähl mir einen Witz. Das beste Verhütungsmittel für Senioren ist Nacktheit. Super. Hatten wir den nicht schon? Naja. Erstmal gucken wir, wie wir was lagern können. Ach ne, wir haben tonnenweise Miniguns, die wir reparieren können. Zack, zack, zack. Ja, 672 Wert. Die ist ein bisschen cooler. Selber gesagt, können wir reparieren. Ne, haben wir ja gar nicht. Haben wir nur eins? Ich dachte, wir haben zwei. Ich glaube, das andere ist hier im Schrank. Ach, sie haben schon drei Stück davon. Dann bitte ab hier. Okay, dann haben wir drei. Warum auch nicht? So, und wir haben Bücher gesammelt. Die möchte ich abladen. Altmetall möchte ich auch abladen. Ja, Deckung. Das Sprengstoffbuch. Das erste, was wir dafür haben. Was haben wir noch? Ja, Menschenfleisch, das behalten wir erstmal. Die Minigun. Da haben wir ziemlich viel Muni für. Da haben wir richtig viel Muni. Dann behalten wir die erstmal. Das Energiewaffenbuch kann da rein, die Quantum kann da rein. Ja, Nuka Colas können auch 6 Stück rein. Das reicht, wenn wir 3 dabei haben. Ja, noch. Stealth Boy. Da habe ich ganz gerne 3 dabei. Ich weiß nicht warum. Braucht die eh nie. Ja. Wie geht's unserer Rüstung? Die ist fast kaputt. Das ist nicht schön. Aber wir haben ja auch keine andere mehr zum Reparieren. Ich glaube, wir haben erst eine gefunden. Ja, und dann pennen wir jetzt nochmal 12 Stunden. Und ich glaube, das war's dann für heute mit Aufnehmen. Wir haben ja, naja, einigermaßen was geschafft. Wir haben den Platz ums Warhead Monument ja geklärt. Haben dort fett geradet, alleine mit Sherman, der Kamikaze mit sich reingerannt ist. Und wir waren im Technikmuseum. Ja, und haben viel damit geholfen. Das heißt, wir haben eigentlich einigermaßen was geschafft. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Feuer 3. Bis dann!